Guten Tag. Guten Tag, bitte sehr. Mein Sohn ist 1,5 Jahre alt und er hat seit 2 Tagen einen starken Husten und Schnupfen. Er nimmt aber keinen Nasentropfen oder Nasenspray. Können Sie mir da irgendwas empfehlen? Ist doch ein Fieber dabei? Na, ich glaube, Fieber hat er keines. Nein. Welche Schnupfentropfen haben Sie bisher genommen? Naja, ich habe Nasivin probiert, aber er mag das überhaupt nicht. Und er hat aber in der Nacht auch schon so einen starken Husten und ist sehr verschleimt. Was kann ich da machen? Waren Sie schon bei einem Arzt? Nein, ich habe mir gedacht, ich probiere es zuerst so, bevor ich zum Arzt gehe. Oder meinen Sie, ich soll gleich zum Arzt gehen? Ja, wenn kein Fieber dabei ist und sonst alles in Ordnung ist, dann kann man durchaus von Seiten der Apotheke eine Empfehlung abgeben. Ich würde Genau. sagen, dass Sie für den Schnupfen auf jeden Fall versuchen sollten, Aservin-Spray am Abend zu geben, weil das Kind dann die Nase frei hat und eine bessere Nacht verbringen kann. Und gegen den Husten, was kann ich da Gegen den nehmen? Husten, natürlich bei 1,5 Jahren, ist es sehr schwer, Empfehlungen abzugeben, weil die Kinder in diesem Alter nicht wirklich Medikamente nehmen, die alle doch Ja. einen schlechten Geschmack haben. Ich würde empfehlen, Prospan-Saft zu nehmen, der süßlich schmeckt. Prospan-Saft wirkt einerseits gegen Verschleimung, auf der anderen Seite auch dämpft den Husten leicht. Ich glaube, das würde eine gute Empfehlung sein, weil Sie brauchen dann nur ein bis dreimal täglich einen Esslöffel voll des Saftes nehmen. Ja, dann geben Sie mir bitte diese Prosbrand und den Nasenspray. Ja, bitte sehr, das macht jetzt 12,20 €. Wollen Sie einen Sack? Ja, bitte geben Sie mir einen Sack ab. Bitte sehr, danke. Dankeschön, Gerne, danke, danke. Wiedersehen. Wiedersehen.